Anlässlich des 6. Pro-Planet-Apfeltreffens kamen am 8. und 9. Juli Vertreter aus allen NABU-Regionen Deutschlands, Erzeuger und Vertreter der Rewe Group in Köln zusammen, um das Thema nachhaltiger Apfelanbau zu diskutieren. Der jährliche Austausch ist ein fester Bestandteil des Pro-Planet-Apfel-Projekts, das 2010 von der Rewe Group ins Leben gerufen wurde. Auf Initiative der Rewe Group suchen seitdem Obstbaubetriebe zwischen Friedrichshafen am Bodensee und Hamburg nach Möglichkeiten, um den Insekten neue Lebensräume zu schaffen und ihnen auch in den Sommermonaten ausreichend Nahrung zu bieten. Sie legen beispielsweise Blumenwiesen an und pflanzen blühende Hecken. Für die Wildbienen stellen sie Nisthilfen auf. Diese Maßnahmen nützen aber nicht nur den Insekten, sondern sind auch für die Obstbauern vorteilhaft. Bienen sorgen auf ihrem Weg von Blüte zu Blüte für die Bestäubung der Apfelbäume. In dem Projekt arbeitet die Rewe Group mit dem Naturschutzbund Deutschland e.V., der Bodensee-Stiftung und den Erzeugern zusammen. Die Äpfel aus den beteiligten Anbauregionen erhalten dafür das Pro-Planet-Label der Rewe Group mit dem Zusatz Artenvielfalt schützend. Das Pilotprojekt am Bodensee war so erfolgreich, dass sich mittlerweile Erzeuger aus allen Anbauregionen am Projekt beteiligen. Beim Pro-Planet-Apfeltreffen, das jedes Jahr in einer anderen Anbauregion stattfindet, steht neben dem Erfahrungsaustausch aus den Regionen auch immer eine Besichtigung einer Projektfläche auf der Tagesordnung.